Jahr für Jahr versammeln sich beim Businessplan-Wettbewerb, kurz BPW, die klügsten Köpfe, um ihre innovativen Ideen und Geschäftsmodelle zu präsentieren. Wir blicken zurück auf die Höhepunkte des Wettbewerbs, von den beeindruckenden Pitches bis hin zu den wegweisenden Businessplänen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Welche Ideen haben die Jury und das Publikum besonders beeindruckt? Hier beginnt die Reise vom Konzept zum Erfolg. Aller Anfang ist schwer, das gilt auch beim Thema Gründen. Zum Glück gibt es eine Vielzahl an Angeboten, die Gründerinnen und Gründer unterstützen. Rund 150 Aussteller teilten im Oktober 2023 auf der DEGUT, Deutschlands größte Messe zum Gründen und Unternehmen, ihr Wissen zu allen gründungsrelevanten Themen. Auch der BPW war vor Ort und informierte in seiner Auftaktveranstaltung über das kostenlose Workshop-Angebot und den Wettbewerb. Auch ehemalige Teilnehmerinnen und Teilnehmer standen den Interessierten Rede und Antwort. Mit dem Ziel, den Verbrauch von Betriebsenergien in Kältezentralen deutlich zu senken, gewannen Stefan Petersen und sein Unternehmen Factor 4 Solutions im Jahr 2023 gleich zweimal den Hauptpreis. Unsere eigene Reise fing hier vor einem Jahr an. Wir haben damals den BPW Kickoff 2023 hier erlebt und gesagt, okay, das ist es wert, da wollen wir mal gucken, was geht. Und nach einem Jahr, ich habe das Gefühl, es sind bloß zwei Monate um, aber es ist einfach toll zu sehen, wer jetzt ranwächst und wer sich aufstellt für das nächste Jahr BPW 2024. Der neue Jahrgang konnte sich am Nikolaustag dann auch direkt kennenlernen und vernetzen. Die Berliner Volksbank lud die Gründerinnen und Gründer ins Design Office Berlin ein. Wir eröffnen sozusagen ein neues Event mit der XMS Connect und Businessplan-Wettbewerb. Also das Who is Who aus der Gründungslandschaft ist hier vertreten, von den Kammern über die Investitionsbanken und auch weitere Sponsoren und Experten und natürlich die Gründer mit ihren tollen Geschäftsideen. Alle sind vor Ort und ich hoffe, dass alle zueinander finden und sich vernetzen und sich ein bisschen aufschlauen. Was motiviert die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, beim BPW mitzumachen? Diese Frage stellten wir einigen der Finalistinnen und Finalisten der ersten Phase beim Videodreh und Fotoshooting in der Freifläche in Berlin-Schöneberg. Ich habe mich entschlossen, beim Businessplan-Wettbewerb mitzumachen, weil mir jegliches Gründungswissen fehlt. Ich komme von der Idee und muss mir sehr, sehr viel aneignen. Und beim Businessplan-Wettbewerb bekommen wir eine wunderbare Unterstützung und sehr viel Support. Das ist toll. Ja, natürlich ein interessanter Contest hier in der Region. Man kann andere spannende Startups treffen. Natürlich auch das Preisgeld ist verlockend und sich auch einfach den Businessplan dadurch zwangsmäßig nochmal anzuschauen und sich nochmal das gesamte eigene Konzept zu durchdenken und zu überlegen, okay, ist das so richtig? Wo muss man vielleicht Änderungen machen? Feedback zu bekommen, das war der Hauptgrund. Nachdem die Top 10 ihre Ideen auch online vor einer Fachjury präsentieren konnten, war es dann auch schon soweit. Die erste Prämierung des Wettbewerbsjahres 2024 stand auf dem Programm. Trotz des Bahnstreiks schafften es viele Gäste in die Investitionsbank des Landes Brandenburg nach Potsdam, um die 10 Finalisten der ersten Phase kennenzulernen und zu unterstützen. Mit 376 Teilnehmerinnen und Teilnehmern konnte der BPW in der ersten Phase einen Rekord verbuchen. Brandenburgs Wirtschaftsminister Dr. Jörg Steinbach wollte sich auf solchen Zahlen aber nicht ausruhen. Der Weg in die Selbstständigkeit ist noch immer nicht als ein äquivalenter Ausgangspfad aus einer Ausbildung oder als einem Studium etabliert. Wir brauchen das aber, gerade in dieser Zeit auch der Transformation, wo auch einige Unternehmen definitiv ihr Geschäft verlieren werden, weil es in den neuen Technologien ihre Produkte nicht mehr gibt, musst du es ersetzen durch neue Ideen. Und insofern, das ist unsere Frischblutreserve sozusagen, die wir an der Stelle haben. Nachdem jedes Team 90 Sekunden Zeit für den Pitch hatte, konnte das Publikum abstimmen. Die meisten Stimmen erhielt das Team PlayTravel. Wie das Preisgeld des Publikumspreises verwendet wird, berichtete uns Mitgründerin Anastasia Borovic. Wir sind jetzt gerade dabei, unsere Plattform fertig zu machen. Wir werden es in den kommenden 3 Wochen launchen und
gleich danach werden wir uns mit dem Thema Marketing beschäftigen. Und das Thema Marketing braucht auch ganz viel Geld. Und deswegen würden wir das Geld höchstwahrscheinlich für das Marketing einsetzen, um unsere ersten Kunden zu gewinnen. Zum Abschluss der Prämierung überreichte Vorstandsmitglied Kerstin Jöntgen den Hauptpreis an AdaptX Systems. Wir freuen uns nächste Woche auf die Gründung. Das heißt, nächste Woche steht der Notartermin mit einer GmbH-Gründung an. Vielleicht können wir dafür das Geld auch noch ganz gut nutzen. Jetzt, wo das schon so gut lief, versuchen wir es natürlich in der nächsten Runde auch wieder. Also wir sind auf jeden Fall dabei, versuchen unseren Businessplan weiter zu optimieren. Die erste Prämierung ist ja immer eine ganz besondere im neuen Jahr, in jedem neuen Jahr. Wir haben sehr, sehr viele Teilnehmer, viele innovative Ideen und das über eine große Bandbreite. Berlin und Brandenburg sind ja eine Metropolregion und ich sagte vorhin, gerade die Start-ups in Berlin, da ist man auf Nummer eins und in Brandenburg gibt es jetzt ein wunderbares Umfeld dafür. Also die Möglichkeiten, die wir haben, die Rahmenbedingungen, die sind einfach optimal für Gründung und für Förderung. Die zweite Phase des BPW startete mit dem Finanzforum. In verschiedenen Vorträgen und Gesprächsrunden wurden viele gründungsrelevante Themen besprochen. Uwe Bräuning von der Mittelbrandenburgischen Sparkasse erzählte uns, was er den Gründerinnen und Gründern mit auf den Weg gegeben hat. Ich habe heute einen Vortrag gehalten zur Gewinn- und Verlustrechnung als ein Teil der Unternehmensplanung. Also ich glaube, ein wichtiger Aspekt ist, dass bei der Gewinn- und Verlustrechnung alle Parameter berücksichtigt werden und der Unternehmer oder der potenzielle Gründer darauf geführt wird, sich mit allen Fragen auseinanderzusetzen und auch darauf zu achten, dass er nichts vergisst bei der Planung. Und das Forum hier soll helfen, eben die richtigen Hinweise zu geben. Verschiedene Geschäfts- und Förderbanken sowie Investoren waren auf dem Finanzforum vertreten. Warum das Event ein fester Termin ist, hat uns Kerstin Kaufmann von der Deutschen Bank erklärt. Großes Thema ist natürlich auch, wir wollen ja auch die Wirtschaft auch gerade so in Berlin und um Berlin voranbringen. Und da ist es auch ein großes Thema für uns, ein großes Ziel, die Gründer zu unterstützen und mit denen auch den richtigen Weg zu gehen. Das zweite Netzwerktreffen stand unter dem Motto Easter Connect. Dabei konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Technologiepark Adlershof von einer ganz neuen Seite kennenlernen. Das BPW-Team kam auf die Idee, dass wir mal was Neues machen müssen auf diesem zweiten Kontaktabend, wie er früher mal hieß. Und da kam ganz schnell auf, dass wir Touren durch Adlershof machen müssen. Und so hatten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer heute die Möglichkeit, ins Institut für Kristallzüchtung den Kristallzuchtraum zu besuchen. Sie waren bei Bessie im Kontrollraum, wir waren im IGZ auf der Dachterrasse und haben über Adlershof geguckt und einige konnten den alten Windkanal und den Flügelturm besichtigen. Das waren Orte, an die man normalerweise nicht rankommt, also vielleicht mal zu lange nach der Wissenschaft. Und das war schon eine tolle Chance, Adlershof, Adlershofer Deep Tech hautnah zu erleben. Auch die Gründerinnen und Gründer waren begeistert von diesem Einblick und erzählten uns von ihren bisherigen Erfahrungen mit dem BPW. Und so wie ich jetzt mit BPW angefangen habe, ich war null und ich hatte gar nichts gehabt am Anfang. Ich hatte nur Idee gehabt. Aber heute nach ein paar Monaten habe ich mein Konzept, meinen Businessplan und ich habe meinen Finanzplan fertig. Und ich sehe mich echt in einem sehr, sehr guten Zustand. Ich bin sehr zufrieden. Ich habe sehr viele Workshops besucht, sehr viele Online-Workshops zum Beispiel oder vor Ort. Und das hat mir sehr viel geholfen, dass ich einfach mein Wissen einfach weiterentwickeln kann in Bezug auf unternehmerische Sachen. Nachdem alle Ostereier gefunden waren, ging es mit schnellen Schritten auf die zweite Prämierung zu. Einige bekannte Teams aus der ersten Phase, aber auch viele neue Gesichter schafften es unter die Top 10 und konnten ihre Ideen in 5 Minuten vor der Jury pitchen. Beim anschließenden Filmdreh gaben sie Einblicke in ihre Geschäftsideen und Gründungsgeschichten. Erneut unter die Top 10 schaffte es AdaptX Systems, das Siegerteam der ersten Phase. Danny Schröter zeigte sich im Interview siegessicher. Natürlich wollen wir den Sieg verteidigen, so gut es geht. Wir setzen natürlich alles daran und sehen auch unsere Chancen wie immer gut. Genau mit diesem Mindset müssen wir auch an die Sache rangehen.
Für die zweite Prämierung hatte sich die Berliner Sparkasse mal wieder eine besondere Location ausgesucht. Bei Gründungen ist es ja wichtig, kreativ zu sein, Austausch ist wichtig, Lockerheit ist wichtig für Austausch. Und da ist uns das Ritterbutzka eingefallen. Das ist ein toller Ort, eine tolle Atmosphäre hier und auch eine Wohlfühlatmosphäre. In der Berliner Clubatmosphäre konnten die Teams mit überraschenden und kreativen Pitches beim Publikum punkten. Das Ergebnis war lange offen. Doch am Ende konnte sich Twin knapp durchsetzen. Und ansonsten geht natürlich in den ersten Monaten, sage ich mal, jeder Euro ins Produkt. Heißt, wir machen User Research, wir werden Prototypen bauen mit Unternehmen. Und von dem übrig gebliebenen Geld machen wir uns Hoodies. Nancy Plassmann verkündete anschließend das Siegerteam. Auch in der zweiten Phase konnte AdeptX Systems die Jury von sich und ihrer Idee der innovativen Kühlung von Werkzeugmaschinen überzeugen. Paul Meyer berichtete, wofür das Team das Preisgeld aus der ersten Phase verwendet hatte. Den ersten Preis haben wir auf jeden Fall für die Gründung genutzt. Das war eine extreme Hilfe und wie jeder Gründer mit einer frischen GmbH das wahrscheinlich weiß, kommen da viele laufende Kosten auf einen zu, sei es jetzt Steuerberater oder ganz Geldstücke mit dem Finanzamt. Das werden wir auf jeden Fall jetzt nutzen, um die laufenden Kosten zu decken und wie gesagt, Teile auch für unseren Prototypen zu nutzen. Berlins Wirtschaftsstaatssekretär Michael Biel zog ein positives Fazit der teilnehmenden Teams und war vor allem von der Bandbreite der Ideen angetan. Also man kann ganz klar spüren, Berlin hat einen ganz starken Gründerinnengeist und die Unternehmen, die sich heute vorgestellt haben, bearbeiten alle Themen, die die Menschen in Berlin bewegen, deutschlandweit bewegen. Wir haben ja ein großes Ziel, Innovationsstandort Nummer 1 zu werden in Europa. Und diese Gründungsideen, die wir hören, sind genau die richtige Rezeptur dafür. Die dritte Phase startete wieder mit einem umfangreichen Seminarangebot. So konnten die Gründerinnen und Gründer zum Beispiel beim Steuerforum Tipps und Tricks rund um das Thema Steuern einholen. Na, wir haben heute versucht, den Gründerinnen und Gründern zu zeigen, wo an welchen Stellen im Prozess des Werdens, der Gründung und der Entwicklung, des Aufbaus, aber dann des Wachstums des Unternehmens, wir überall behilflich sein können. Das dritte Netzwerktreffen stand in diesem Jahr unter dem Motto Summer Breeze Connect. Das wechselhafte Berliner Wetter passte nicht ganz zum Titel der Veranstaltung. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ließen sich davon aber nicht abschrecken. Ein toller Abend heute. Das Wetter spielt nicht ganz so mit. Wir haben ein paar Regentropfen hier, aber es ist so heiß hier. Wir haben eine so tolle Stimmung, tolle Gespräche, tolles Feeling, tolle DJs, alles toll. Nicht nur die Witterung, sondern auch die aktuellen Umstände in Deutschland lassen einen näher zusammenrücken. Nicht? Wir haben momentan eine relativ schwierige konjunkturelle Lage. Vielleicht nicht der beste Zeitpunkt, um zu gründen. Und umso schöner ist es, wenn wir eben Menschen finden, die auch das Vorhaben wollen und die auch bereit sind, hier ins Risiko als Unternehmer oder Unternehmerin zu gehen. Dass ein gutes Netzwerk ein wichtiger Erfolgsfaktor für ein junges Unternehmen ist, bestätigte auch Susanne Schmelzer, die Existenzgründerinnen berät. Wir empfehlen solche Netzwerkevents ganz doll in unseren Kursen. Einfach Netzwerk ist eins der wichtigsten Mittel, um in die Sichtbarkeit zu kommen, um Kontakte zu bekommen. Für die abschließende Jury-Sitzung hatte die Vista Management wieder nach Adlershof geladen. Dort hatten die Top 10 zum ersten Mal in diesem Jahr die Möglichkeit, live und in Farbe vor den Mitgliedern der Jury zu pitchen und standen im Anschluss auch für Fragen zur Verfügung. Jurymitglied Andrea Schuster berichtete uns, was sie besonders begeistert hat. Die Jury-Sitzung war geprägt von ganz vielen leidenschaftlichen Teams. Und was ich großartig fand, dass immer mehr nachhaltige Themen oder das Nachhaltigkeitsbewusstsein bei den Gründungsteams mitspielt. Nach den Pitches ging es für die Teams dann direkt ein Stockwerk nach oben für ein Fotoshooting und ein Interview. Dort fragten wir die Teams auch nach ihren Erwartungen. Unsere Erwartungen sind bereits vollkommen übertroffen. wir hatten eigentlich gedacht, wir reichen das mal ein, einfach weil wir ein Feedback haben wollten. So, jetzt sitzen wir hier. Wir sind total zufrieden und glücklich, dass wir das machen dürfen und dass wir auch die ganzen Menschen, die wir kennengelernt haben auf dieser Reise, die mit diesem Businessplan-Wettbewerb zusammenhängen. Unfassbar nette Leute, unfassbar guter Austausch. Macht richtig viel Spaß.
Bereits zum zweiten Mal schaffte es das Team von Fixit in die Top 10. Was sie aus ihrer ersten Finalteilnahme mitgenommen haben, hat uns Gründerin Alejandra Brizuela im Interview verraten. We were very excited to be there. It was an amazing event. We thought the audience was a very, very interesting one. Also having the opportunity to talk to the audience before the pitch and show our product was very useful for us. This time we know what the audience is looking for. So we are preparing our pitch to be even more engaging with that. Nach diesem ereignisreichen Tag lud die Vista Management GmbH zum Gründungsgrillen ein und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten so noch einmal die Gelegenheit, mit den Jurymitgliedern ins Gespräch zu kommen, Essen und Getränke zu genießen oder einfach ein Spiel der Fußball-EM zu verfolgen. Und dann war es auch schon wieder soweit. Nach einem Jahr mit vollem Programm, Möglichkeiten sich auszutauschen und das Wissen zu erweitern, bog der BPW auf die Zielgerade ein. Im Atrium der Investitionsbank Berlin fand die dritte Prämierung statt. Ein toller Ort, um sich zu vernetzen, inspirieren zu lassen und sich der Herausforderung zu stellen, die Zukunft der Wirtschaft mitzugestalten. Wie auch Brandenburgs Wirtschaftsstaatssekretär Hendrik Fischer vor der Veranstaltung betonte. Das Spannende an diesem Businessplan-Wettbewerb ist ja, man weiß vorher gar nicht, was auf einen zukommt. Und ich freue mich wirklich drauf, wieder ganz neue Ideen zu sehen, ganz neue Konzepte zu sehen. Und ich bin immer wieder begeistert, wie immer wieder junge Leute dazukommen, nachwachsen und immer wieder eine tolle Idee mit reinbringen. Doch auf der dritten Prämierung wurden nicht nur die Teams ausgezeichnet. Um schöpferisches Arbeiten im wissenschaftlichen und unternehmerischen Kontext zu würdigen, werden in der Ideenschmiede seit 2001 die gründungsaktivsten Hochschulen in Berlin und Brandenburg ausgezeichnet. An diesem Abend setzten sich die Universität der Künste in Berlin und die Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde in Brandenburg durch. Nach den Hochschulen war es Zeit für die Teams. Als erstes wurde der Publikumspreis vergeben. Das Team von Fixit hatte sich perfekt auf ihren Pitch vorbereitet und war stolz auf ihre Entwicklung während des Wettbewerbs. We love receiving the feedback. It's very detailed. It helps us a lot to then rework the application for the next phase, because we did really bad in the first one, but then we reworked and we already knew what they were looking for. The second one we were in top 10, and then once again the third one top 10. It showed us that we could learn so much from it and actually incorporated into the business plan. And now the best part, we have a ready business plan that we can use anywhere in any kind of competition. That's, I think, the best thing that we're getting out of it. In der dritten Phase wird neben dem Haupt- und dem Publikumspreis auch der Nachhaltigkeitspreis vergeben. Über diesen konnten sich die Gründer von Nanolob freuen. Dr. Felix Maaske wusste schon genau, wofür er das Geld einsetzen wird. Wie mit allen anderen Preisgeldern auch. Wir sind Besitzer unseres eigenen Patents, also zu dritt mit meinen beiden Co-Foundern Erik und Patrick. Und natürlich kostet ein Patent in der Aufrechterhaltung. Das heißt, wir werden dieses Geld nutzen, um auch weiterhin unsere Patentansprüche damit durchzubringen. Die Spannung war deutlich spürbar, denn nun war nur noch ein Preis zu vergeben. Michael Biel, Staatssekretär in der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe in Berlin, verkündete mit dem Gewinnerteam Weltnova einen Neuling unter den Top 10. Das Team möchte Schweißprozesse produktiver gestalten. Dr. Christian Brunner-Schwer hatte eine Ahnung, warum er und sein Team die Jury am Ende überzeugen konnten. Es geht ja um Businessplan, ne? Der war sicherlich gut, aber ich glaube, der Pitch und dass wir den Pitch als Team gemacht haben, hat, glaube ich, am Ende den Ausschlag gegeben. Das war auch schon so ein bisschen das Gefühl nach dem Pitch, dass es sehr gut lief. Und ja, das Menschliche, ne, das muss halt stimmen. Ich glaube, das war ganz gut. In allen drei Phasen gab es 1.442 Registrierte und 894 Teilnehmende, die 83 Business-Modell-Canvas-Konzepte und 366 Businesspläne einreichten. Eine Steigerung von ganzen 29% gegenüber dem Vorjahr. Und auch die Bandbreite an Ideen hat wieder zugenommen. Über diese Entwicklung war auch Mitorganisator und IBB-Vorstandsvorsitzender Dr. Hinrich Holm stolz. Wir haben eine sehr breite Spreizung. Wir hatten schon mal eine Zeit, da war sehr viel nach der Corona-Zeit sehr viel Gesundheit im Thema. Wir haben heute alles von Industrie über Gesundheit, Handwerk, also sehr gut vertreten. Wir haben jetzt nicht nur eine eindimensionale Situation gerade, die wir angehen müssen. Klima ist definitiv ein großes Thema, was wir angehen müssen, aber wir haben nach wie vor das Thema Gesundheit
Wir haben das Thema Automatisierung, Optimierung. Wir werden tendenziell weniger Leute, wollen aber mit der gleichen Menge an Produktion weitermachen. Also wir brauchen schon die gesamte Lösungspalette über, ich sag mal, unsere gesamte Industrie und handwerkliche Spreizung. Und deswegen ist das wichtig, dass wir so auch angeboten bekommen von den Erfindern, hier haben wir eine Lösung. Und ich glaube, da haben wir wirklich ein Asset hier in Berlin-Brandenburg. Der Businessplan-Wettbewerb Berlin-Brandenburg wird gemeinsam durch die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe des Landes Berlin und das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie des Landes Brandenburg unterstützt, sowie aus Mitteln der Europäischen Union kofinanziert.